In diesem Video zeige ich, wie du eine Änderung an einem Variable Font mit JavaScript herbeiführen kannst. Damit ich das hier tun kann, schreibe ich noch einen Button und den füge ich oben an meinem Text ein und im Button soll stehen. Was soll da stehen? Change. Jetzt habe ich da oben einen Button und den kann ich anklicken, aber es passiert natürlich jetzt noch nichts. Ich muss mit JavaScript herausfinden, ob der Button geklickt wurde und dann angeben, was zu tun ist, wenn dieser Button geklickt wurde. Und was ich hier tue, das ist ein sehr übliches Muster, mit Stylesheets und also mit CSS und mit JavaScript, dass ich eine sogenannte Klasse definiere, zum Beispiel Active. Und diese Klasse kann ich dann diesem H1-Element geben oder es wieder wegnehmen. Und je nachdem, ob diese Klasse hier mit diesem Element verknüpft ist, gelten dann die Angaben in dieser Regel oder eben nicht. Und dann könnte ich zum Beispiel sagen, wenn es aktiv ist, dann soll es hier fett und kalligrafisch sein und sonst soll es kantig und mager sein. Also wenn ich das von Hand hier hineinschreibe, dann gilt diese Regel. Und wenn ich das wieder entferne, dann ist das nicht aktiv, dann wird diese Regel ignoriert. Jetzt werde ich mit JavaScript und diesem Button es einrichten, dass diese Klasse aktiviert und deaktiviert wird. Und bevor ich das tue, möchte ich auch noch eine Möglichkeit haben, dieses Element auszuwählen, indem ich ihm eine Identität gebe, die ich in JavaScript referenzieren kann, zum Beispiel Title. Und in JavaScript schreibe ich zuerst eine Variable, zum Beispiel Title, und in diese Variable hinein speichere ich dieses HTML-Element. Ich erkläre nicht en Detail, was ich hier in JavaScript tue, das würde zu weit führen. Ich denke, dieses Video richtet sich vor allem an Leute, die da schon ein bisschen Erfahrung mitbringen. Und ich könnte jetzt das Element mit H1 auswählen. Das Problem ist, wenn ich mehrere H1-Elemente in meinem, also H1-Tags im HTML-Dokument habe, dann ist nicht klar, welches gewählt wird, beziehungsweise es ist dann einfach immer das erste. Das ist nicht besonders zielgerichtet. Darum habe ich meiner Überschrift eine ID gegeben, die ich hier wie im CSS auch mit der Raute bedeuten kann. Jetzt habe ich dieses Titelelement, um zu testen, ob das geht, könnte ich zum Beispiel schreiben Title, Style, Color gleich Red. Und wenn es jetzt rot wird, dann funktioniert das. Jetzt muss ich natürlich noch den Button haben. Dafür kopiere ich das hier. Und den Button, der kriegt natürlich auch eine ID. Es ist nicht so geschickt, hier Wörter zu wählen, die vielleicht schon anderweitig besetzt sind. Darum schreibe ich MyButton. Das ist auch so ein Standard, dass man in HTML sogenannte Kebab Case verwendet. Also die Wörtchen sind da aufgespießt. Wäre der Spieß.
Und dann in JavaScript, wenn es zu einem Namen einer Variable wird oder zu einer Funktion, dann wird das in Camel Case, also klein groß, geschrieben. Und jetzt muss ich fragen, wird hier geklickt dazu? Wird dieser Button mit einem sogenannten Event Listener ausgestattet? Und dieser Event Listener horcht auf Klicks. Und wenn es einen Klick gibt, wird eine Funktion ausgelöst. Die schreibe ich jetzt hier direkt hinein in der modernen Arrow Notation, Klammer, Pfeil, Schreibweise. Und passieren soll hier, ich könnte jetzt sagen, wieder, es soll rot werden. Title, Style. Es stört mich, dass es nicht My Title heißt, Entschuldigung. So, jetzt geht es weiter. Nachdem auch dieser Fehler korrigiert ist. My Title, das sind die Gefahren des On-the-Go-Korrigierens im Programmieren, dass nachher plötzlich die Dinge nicht mehr stimmen. My Title, Style, Color gleich. Und dann weiß ich, diese Eigenschaft Color, die den Wert rot zu. Jetzt gibt's, scheint es hier irgendeinen Fehler zu geben. Event Listener is not a function. Ah, natürlich, es muss heißen Add Event Listener. Und wenn ich das anklicke, jetzt rot. Und was ich jetzt tun möchte, ist, wie gesagt, diese Klasse Active aktivieren. Dazu kann ich sagen My Button und nicht My Button, My Title natürlich. My Title, das ist ein HTML-Element und HTML-Elemente verfügen über eine interne Funktion, eine sogenannte Methode namens Class List. Beziehungsweise das ist noch nicht die Methode an sich, sondern eine Sammlung von Methoden, die unter anderem diese hier umfasst, Toggle. Und da kann ich den Namen einer Klasse geben, die, wenn sie nicht vorhanden ist, dazugefügt wird und wenn sie vorhanden ist, entfernt wird. Also Toggle bedeutet an, abschalten. Und jetzt müsste ich eigentlich auf diesen Change-Button klicken können und wenn Active nicht gilt, wird es quasi hier in den Tag geschrieben, Class Active. Und wenn ich dann wieder klicke, müsste das wieder entfernt werden. Das funktioniert. Du kannst das auch überprüfen, wenn du in den DevTools, im Inspektor versuchst, dieses Element zu untersuchen. Dann siehst du übrigens, was ich in einem früheren Video erwähnt habe, dass es sehr wohl einen Body-Tag und einen Head und ein HTML-Tag gibt für diesen CodePen Output. Der ist integriert, also HTML Body und so weiter. Das ist integriert im HTML Body der eigentlichen CodePen Seite. Also das ist hier recht weit unten im HTML-Baum. Jetzt habe ich es wieder verloren. Ich wähle das nochmal so aus. Da, und du siehst hier Class Active für dieses H1-Element. Und wenn ich auf den Button klicke, dann verschwindet das. Jetzt steht nur noch Class, aber kein Name. So viel dazu. Und auch hier ist es wieder möglich, eine Interpolation über Zeit einzurichten. Und diesen Teil, das machst du dann wieder in CSS, wie im Beispiel, das ich mit Hover gemacht habe. Indem dass du eine Transition definierst und sagst, alles, was sich ändert, soll innerhalb von 0,3 Sekunden interpoliert werden. Diese Zeile sollte erreichen. Wenn ich das anklicke, dann tut es nicht mehr einfach umschalten, sondern innerhalb einer Drittelsekunde interpolieren.
Also die nötigen Zutaten hier sind diese Transition, wobei das optional ist, aber eine Klasse, wo Regeln definiert werden, die sich unterscheiden von den Voreinstellungen für das Element. Ich gebe meinen HTML-Elementen eine ID, um sie in JavaScript ansprechen oder finden zu können. Und in JavaScript tue ich diese HTML-Elemente in zwei Variablen speichern, myTitle und myButton. Und ich tue dies mit der Funktion Document Query Selector, in der ich die gleiche Selektorschreibweise wie in CSS benutzen kann, also mit dieser Raute. Und dann mache ich einen Event Listener für diesen Button. Das heißt, der Button beginnt auf einen bestimmten Event zu hören, und zwar auf den Klick. Und jedes Mal, wenn geklickt wird, wird eine Funktion aufgerufen, eine anonyme Funktion, darum hat sie keinen Namen, sie hat einfach eine Klammer, in der ich noch zusätzliche Informationen an die Funktion übergeben könnte. Und das ist dann der Inhalt dieser Funktion, der die Klasse Active an- und abschaltet für das Element, das in dieser Variablen myTitle gespeichert ist, also für diesen H1-Tag.